Ja, hallo, wir wollen uns diese Aufgabe hier einmal angucken und sie auf zwei Art und Weisen lösen. Einmal werden wir den Sinussatz verwenden und einmal werden wir sie herkömmlich mit den Winkelfunktionen lösen. Das Erste ist, was man hier schauen muss, ob es sich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt. Und wir können das natürlich sehr leicht rausbekommen, indem wir einfach hier mal ausrechnen, wie groß hier oben der Winkel Gamma ist, denn wir haben ja die beiden anderen Winkel gegeben. Also Gamma ist dann gleich, nennen wir den mal Alpha und den nennen wir einfach Beta, ist gleich 180 Grad minus Alpha und minus Beta. Dann ist Gamma gleich 180 Grad minus die 55,25 Grad und minus die 40,68 Grad. Da kommt für Gamma ein Winkel von 84,07 Grad heraus. Ich mache mal ein bisschen größer, damit man das sieht. Das heißt, wir haben hier definitiv kein rechtwinkliges Dreieck. Deshalb gelten hier zunächst mal die Winkelfunktionen so nicht. Wir müssten uns da behelfen. Das werden wir auch gleich machen. Aber was hier gilt, ist wie in jedem allgemeinen Dreieck der Sinussatz. Und wir haben hier eine Seite gegeben, die wir einfach mal mit C bezeichnen. Die Seite bezeichnen wir mal mit A, die Seite bezeichnen wir mal mit B, aufgrund der Winkelbezeichnung. So. Und was den Sinussatz ja ausmacht, ist, dass eine Seite, zum Beispiel hier diese C-Seite, zu dem Sinus von ihrem gegenüberliegenden Winkel genau dasselbe ist wie zum Beispiel die B-Seite zu ihrem gegenüberliegenden Winkel oder die A-Seite zu ihrem gegenüberliegenden Winkel. Aus dem Grund können wir jetzt den Sinussatz einfach in folgender Weise zum Beispiel anwenden. Wir gehen mal von A aus. Zu A gehört der Sinus von Alpha. Und das muss genauso sein wie von der Seite C zu dem Sinus von Gamma. Warum haben wir jetzt C genommen? Naja, weil wir C wissen und Gamma wissen. Ja, und wir brauchen zwei Werte. Wir wissen auch Alpha. Also können wir diese Formel jetzt einfach nach A umstellen, indem wir mal Sinus von Alpha rechnen. Dann steht hier A gleich C mal Sinus Alpha durch Sinus von Gamma. Das ist dann hier, setzen wir die Werte ein, 224,65 Meter mal den Sinus von Alpha, das waren hier die 55,25 Grad durch den Sinus von Gamma, den hatten wir eben ausgerechnet, der war 84,07 Grad. Wenn man das jetzt in den Taschenrechner eingibt, muss man darauf achten, dass man, wenn man das erste Sinus getippt hat und das Sinus mit Klammer auf beginnt bei einem Taschenrechner, dass man auch Klammer wieder zumacht, bevor man geteilt durch Sinus 84 Grad dann entsprechend rechnet. So, ich tippe das auch mal ein. 224,56 mal den Sinus von 55,25 Grad, Klammer zu, geteilt durch den Sinus von 84,07 Grad, Klammer zu. Und da kommt bei mir raus ein Wert von 185,576, also 58 Meter. Okay. Und genau so können wir das jetzt auch mit B machen, also B durch Sinus Beta ist gleich C durch Sinus Gamma. Auch hier wieder mal Sinus Beta, weil wir B suchen und Beta ist ja gegeben. Also ist jetzt B gleich C mal Sinus von Beta geteilt durch den Sinus von Gamma. Setzen wir wieder ein, sind 224,65 Meter. Mal den Sinus von dem Beta, das sind in dem Fall 40,68 Grad, durch den Sinus von unserem Gamma, das waren 84,07 Grad. Auch wieder ordentlich eingeben, 224,5 mal den Sinus von 40,68 Grad, Klammer zu, geteilt durch den Sinus
von 84,07 Grad, Klammer zu. Da kommt bei mir ein Wert raus von 147,17 Meter gerundet. Gut, jetzt haben wir die Aufgabe A erledigt. Ja, und jetzt kommt noch die Aufgabe B. Gut, wenn wir die Aufgabe B uns anschauen, da ist ja der Abstand gesucht. Der Abstand von unserer Seite A, hier die Seite ist das, zu dem Punkt P, der ist hier oben. Und ein Abstand ist immer die rechtwinklige Entfernung. Das heißt, wir müssen hier diese Höhe ausrechnen. Und die Höhe können wir, weil wir jetzt zwei rechtwinklige Dreiecke haben, mit jeder der beiden Seiten und den Winkeln entsprechend ausrechnen. Ich würde jetzt einfach mal die Seite A nehmen, also das rechte Dreieck. Ja, wenn ich markiere das einfach mal nochmal mit grün. Also ich würde jetzt zur Berechnung dieser Höhe dieses Dreieck hier nehmen. Dann wäre von Beta aus gesehen H die Gegenkathete. A weiß ich auch, das ist die Hypotenuse. Also brauche ich eine Winkelfunktion mit Gegenkathete zu Hypotenuse. Und das ist der Sinus. Und der Sinus von welchem Winkel? Von Beta. Das ist ja der in dem Dreieck. So, das ist dann gleich H zu A. Und da ich H ausrechnen will, muss ich nur mal A rechnen. Also steht hier A gleich, dann steht hier, wenn wir die gesuchte Größe nach links schreiben, H gleich A mal Sinus Beta ist gleich. A hatten wir eben ausgerechnet mit 185,58 Metern mal dem Sinus von Beta. Beta ist in dem Fall 40,68 Grad. Und das sind dann also 185,58 mal dem Sinus von 40,68 Grad, Klammer zu. Das sind 120,967, also 97 Meter. Gut, damit wäre die Aufgabe per Sinussatz gelöst. Und wir wollen uns ganz kurz damit beschäftigen, dass man diese Aufgabe auch auf einem anderen Weg dann lösen kann. Ich kriege das nicht mehr bewegt. Und zwar nimmt man dafür quasi hier diese untere Seite C, halt die untere Seite C, und man hat ja zwei Winkel. Da man aber kein rechtwinkliges Dreieck hat, muss man sich behelfen. Und man könnte hier entweder eine Höhe von A oder von B einzeichnen. Ich nehme jetzt mal die Höhe von A, damit man mal sieht, wie das funktioniert. Also hier machen wir mal eine Höhe rein. Ja, die nennen wir mal HA, die Höhe von A. So, und diese Höhe können wir einfach ausrechnen, denn wir haben ja da wieder ein rechtwinkliges Dreieck. Wir haben hier die Seite C gegeben und wir haben hier den Winkel gegeben, den wir oben eben Beta genannt haben. Beta, das war Alpha, damit wir das gleich benennen. Und diesen Winkel Beta und C, da kann ich einmal HA mit ausrechnen und ich kann auch A mit ausrechnen. Und wenn ich dann A habe und HA, dann müsste ich hier nebendran noch einen Winkel mal berechnen, der nennt sich hier Alpha 1. Und hier der andere Winkel, dieser Teilabschnitt von hier, das wäre dann Alpha 2, wenn wir den großen Winkel hier mal als 55 Grad rechnen. Rechnen wir also erstmal kurz die Winkel aus. Wie groß ist Alpha 2? Ich muss mal hier oben die Sache mitnutzen. Alpha 2 ist gleich 90 Grad minus Beta. 90 Grad ist gleich 90 Grad minus die 40,68 Grad. Das sind 90 minus 40,68. Das wären 39,32 Grad. Wie groß ist dann Alpha 1 in unserem Beispiel? Naja, das ist Alpha minus Alpha 2. Also die 55,25 Grad minus die
49,32 Grad. Das wären 5,93 Grad. Warum brauche ich die? Naja, wenn ich nachher hier HA habe, kann ich mit Alpha 1 auch B ausrechnen. Und wenn wir hier vorne das Stück A1 nennen, können wir das A2 nennen, dieses Stück. Und die beiden zusammen ergeben ja nachher wieder A. Gut, man sieht also schon, wie aufwendig das jetzt wird, wenn wir damit jetzt anfangen. So, rechnen wir mal HA aus. HA ist von Beta aus gesehen, ich nehme mal eine andere Farbe, von Beta aus gesehen die Gegenkathete. Und wir haben C gegeben, das ist die Hypotenuse. Also Gegenkathete zu Hypotenuse. Das ist in dem Fall der Sinus von Beta. Und das wäre in unserem Fall HA zu C. So, und das stellen wir jetzt um nach HA, also mal C. Dann ist C gleich HA mal Sinus von Beta ist gleich 224,65 Meter mal den Sinus von 40,68 Grad. Da kommt, stopp, mein Fehler, ich habe ja einen Schreibfehler gemacht. Ich habe zwar richtig eingesetzt, aber ein Schreibfehler, denn da muss natürlich C hin und da muss HA hin. So, damit kommt für HA eine Höhe raus, 224,65 mal den Sinus von 40,68 Grad, Klammer zu, von 146,43 Metern. So, mit diesem HA und Alpha 1 können wir jetzt B ausrechnen. In unserem Winkel oder in unserem Rechtwinkel im Dreieck ist B dann, mach ich mal in schwarz, die Hypotenuse. Und A ist in dem Fall die Ankathete, oder HA ist die Ankathete. Also brauche ich eine Formel mit Ankathete zu Hypotenuse. Das ist der Cosinus und zwar von Alpha 1. So, und das ist in unserem Fall dann quasi die Ankathete war HA und B ist die Hypotenuse. Dann rechnen wir mal B, dann steht hier B mal Cosinus Alpha 1 ist gleich HA. Und dann müssen wir noch geteilt durch Cosinus Alpha 1 rechnen, damit wir B herausbekommen. Das ist also HA durch Cosinus Alpha 1 ist gleich 146,43 cm durch den Cosinus von Alpha 1, hatten wir eben auch ausgerechnet, von 5,93 Grad. Also geteilt durch den Cosinus von 5,93, Klammer zu, das sind hier 147,22 Meter. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, sind wir zwar etwas vom Wert her unterschiedlich zu unserem Wert hier oben, aber das ist ein Rundungsfehler. Die Art und Weise, wie wir hier jetzt gerechnet haben, ist genau richtig. Das heißt, wir haben jetzt auch B und jetzt könnten wir hier unten A1 ausrechnen. Ich habe jetzt keinen Platz mehr dafür, aber könnte ich mit B und HA mit dem Pythagoras ausrechnen und A2 ist das und A1 könnte ich hier mit dem Pythagoras ausrechnen und dann könnte ich die beiden zusammen addieren und dann käme da auch der entsprechende Winkel beziehungsweise die entsprechende Länge für A dann raus. Werde ich jetzt nicht mehr darlegen, aber wir sehen schon an der Menge, was ich jetzt hier schon gebraucht habe. Da kämen jetzt noch zweimal der Pythagoras dazu und dann nochmal eine Addition von zwei Seiten. Also es ist schon auch eine sehr aufwendige Rechnung.